Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und ja, heute sprechen wir mal über den ÖPNV mal wieder. Und in Nürnberg gab es ja schon seit geraumer Zeit einen Elektrobus, der hier im Einsatz ist. Es war ein normaler Bus ohne Gelenkanhänger oder wie auch immer. Der ist schon seit über einem Jahr jetzt im Einsatz, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Und den habe ich auch schon ab und zu mal hier fahren sehen. Ist halt leise wie ein Elektroauto, ne? Also gibt's nichts. Das Klappern und Schütteln, was man so im Bus halt hört, hört man da genauso, ne? Allerdings hat jetzt die VAG tatsächlich zwei weitere Elektrobusse angeschafft und diesmal aber Gelenkfahrzeuge. Das heißt also, solche, die ja halt in der Mitte noch so ein Gelenk und so eine Verlängerung halt drin haben. Und zusätzlich wohl auch noch zwei Diesel-Hybrid-Busse. Das ist gar nicht mal so schlecht. Also immerhin dann auch noch als Hybridlösung für die Stadt oder fürs Anfahren halt dann. Ja, warum nicht? Ne? Ob das jetzt Plug-in-Hybride sind, weiß ich jetzt gar nicht. Aber immerhin haben sie das also jetzt angeschafft. Ich glaube, da sehen wir sogar einen, der hier gerade vorbeifährt. Das könnte sogar einer dieser Hybridbusse sein, eventuell. Ja, kann sein. Auf alle Fälle geht es jetzt langsam voran, sage ich jetzt mal. Was wieder bezeichnend ist, diese Elektrobusse sind natürlich jetzt nicht von deutschen Herstellern. Da gibt es halt leider noch nichts, sondern, so wie ich das gelesen habe, sind die auch wieder von Solaris. So deutsche Hersteller haben da leider noch nichts am Markt. Lustigerweise, was habe ich jetzt neulich gelesen? MAN, glaube ich, war es. Ja, MAN will jetzt seine Nutzfahrzeuge auch endlich elektrifizieren und haben jetzt dann gesagt, dass er ab 2022 oder 2023 damit beginnen, also reichlich spät meiner Meinung nach. Da sind andere Hersteller schon deutlich weiter. Ob das, sage ich jetzt mal, nicht zu spät ist, wird sich zeigen. Ja, mal gucken. Wo werden diese Busse im Einsatz kommen? Ja, darüber war leider auch nichts zu lesen in dem Artikel, den ich da hatte. Gelenkbusse kommen eigentlich in Nürnberg immer an den großen Linien, in Anführungszeichen großen Linien. Also es gibt mehrere kleine Linien, die halt, ja, wie auch immer, jetzt abgelegenere Stadtteile versorgen, wo keine Straßenbahn und keine U-Bahn halt eben ist oder keine S-Bahn in der Nähe ist. Und dann gibt es halt so Linien, die also längeren Verlauf haben, wie beispielsweise die beiden Ringlinien. Da gibt es also die Linie 35 und die Linie 65. Möglicherweise kommen sie da im Einsatz, weil da fahren eigentlich, soweit ich jetzt in Erinnerung habe, ausschließlich die Gelenkbusse. Und dann kommen auch noch hier die Busse, die jetzt nach Erlangen zum Beispiel fahren, also die Linie, wo wir jetzt gerade gesehen haben, 20, 30, also 20 oder 30, die ist auch eigentlich immer mit den Gelenkbussen ausgestattet. Und ansonsten, ja, gibt es halt noch so ein oder zwei Linien, wo auch dauerhaft Gelenkbusse sind. Ich glaube, die Linie 67 ist so eine. Ja, wird man sehen. Also ich habe leider noch keinen in Aktion gesehen. Von den einen beiden Diesel-Hybrid-Elektrischen habe ich schon mal einen gesehen. Ich bilde ihm jetzt ein, den wir da gesehen haben, der gerade vorbeigefahren ist, könnte auch einer sein. Hat zumindest ziemlich neu noch ausgeschaut. Die erkennt man leider jetzt nicht auf den ersten Blick. Ich glaube, die elektrischen Busse haben sie alle in irgendwie beklebt, dass man also sehr gleich erkennt. Bei dem einen Diesel-Hybriden, den ich gesehen habe, da war auch nur so ein ganz kleiner Herstelleraufkleber halt an der Seite. Aber mehr war da also auch nicht zu erkennen. Ansonsten ist mir noch bekannt, dass halt in Fürth gibt es auch noch einen. Ob da jetzt halt auch noch eine Beschaffung ansteht, weiß ich nicht. Ob da jetzt noch was kommt.
wird sich zeigen. Aber ich denke so, das Ziel wird das also auch sein, die Busse dann irgendwann mal komplett auszutauschen, aber wird sich zeigen. Gut. Ich denke, die Elektrobusse müssen jetzt erst einmal, da es ja jetzt ein neuer Typus ist und auch die Gelenkzüge jetzt auch erstmal getestet werden müssen, wollen sie natürlich wahrscheinlich erst mal auf Nummer sicher gehen, so wie es bei den vorherigen Modellen auch war. Also bei den jetzt im Einsatz befindlichen Elektrobus haben sie auch erst einmal ein, zwei Monate getestet, wie so die Reichweite denn tatsächlich dann so ist und inwieweit sie das halt eben in ihr Linienkonzept einbauen können. Ja, also ich denke, da wird es noch wahrscheinlich eine gewisse Zeit dauern, bis das die im Linien- oder Streckeneinsatz dann eben zu sehen sind. Aber es geht voran und soweit ich es verstanden habe, sollen so nach und nach jedes Jahr neu dazukommen und dann halt eben alte Dieselbusse dafür ausgemustert werden. Jupp, so schaut's aus. Neue Elektrobusse für Nürnberg. Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.